gefragt, warum kann man das am Montag vorladen? Hey, geht mir. Denke ich mir auch, ja. Aber so geldgeil kann doch gar nicht sein, oder? Das ist doch schon. Für mich ist es unlogisch, weil mein Schichttag ist dann sowieso am Arsch. Bin ich schon Stunden dran vorbei. Ich habe ja jetzt auf Liter Kohl um 18:45 bin ich rausgefahren. Ja. Da will ich 15 Stunden Schichtzeit machen. Und von Ulm zu Kaufland sind sie auch nochmal 3,5 Stunden. Über die Landstraße noch, über, quer rüber bei Georg, Richtung Haßfurt, Astiana. Ja. Mal breit den Berg runter. Genau. Ja, denke ich doch. Okay. Ich dachte eigentlich mehr, wenn ich, auf die 268 Richtung Geo und dann über Richtung Donnersdorf. Genau. Denke ich mir doch. Ja. Okay. Auf der Landstraße fahre ich nie 90. Gebe ich Benutzung. Okay, alles klar. Ja, das kann passieren, wenn man 90 über die Landstraße heizt. Weil man denkt ja mal, da in der Pampas, da stehen sie nicht, ne? Zum Laser. Ja. Ich weiß auch. Irgendwann mit Panzer kommen. Laserpanzer. Ja. Ja. Okay. Ja. Wenn er über Nacht irgendwo bleiben muss. Ja. Sonst, es gibt ja auch schöne Models für 56 Euro die Nacht. Wenn du in deinen Eltern nicht nahe kommst, wie war das so gleich? Du musst den Iveco übernehmen und du fährst ja nur rauf und fährst dann wieder zurück. Oder wie war das? Und dann bist du über Nacht geblieben. Ja, ja, genau, das meine ich, das Szenario. Ja, klar. Das ist jetzt neu, wenn man aktuell ganz neu. Ja. Ah. Ja, ich bin bald auf die 71 oder 9. Das ist schon mal. Das dürfte ich eigentlich ganz gut holen, bin nicht auf dem Weg. Naja, nicht ganz auf dem Weg, aber egal. Ja, klar. Kann die 286 durch und dann bei Vollgas kann ich nicht rüber, weil das gesperrt. Genau. Dann müsste ich eine Abfahrt vorher beim Schäfland raus, weil ich bringe Hetzberg durch die Pampas. Wenn der auf die Autobahn dann. Okay. Ja, kann ich auch machen, klar. Okay.
fahre ja meistens, also wenn, dann fahre ich über die Autobahn, dann bei Kitzing runter. Nur Kitzingen durch, macht breit auf. Ja, so wie man normal so runterfährt. Wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich aber der aus Rumpel über Landstraße Boxerlänge. Aber wenn man nach Donnersdorf geht.
Aha. Okay. Gut. Felgen nicht. Müssen wir besorgen.